Mithilfe einer Mobiltelefon-App überwacht die chinesische Regierung die westchinesische Region Xinjiang und führt bei geringsten Verstößen willkürliche Verhaftungen durch. Dies geht aus einem Artikel der Human Rights Watch-Organisation hervor. Die Behörden sammeln peinlichst genau Details der Bevölkerung aus Ost-Türkistan. Darunter finden sich Daten wie die Körpergröße oder Blutgruppe einer Person oder aber persönlichere und intimere Dinge wie etwa die Religiosität oder aber die politische Gesinnung. Im Zuge einiger Ermittlungen wird sogar überprüft, ob bei privaten Telefonbesitzern auch eine der 51 als verdächtig geltende Internetanwendungen zu finden ist. Darunter harmlose Apps wie WhatsApp, Viber, Telegram und andere. Auf dieser Basis wird ständig auf das Neue überprüft, bei welchen Verdächtigen, die solche Vergehen vorzuweisen haben, eine Inhaftierung möglich ist. Wie Human Rights Watch treffenderweise aus Dokumenten zitiert, jeder, der zur Deportation abgeholt werden muss, soll auch abgeholt werden. In Ost-Türkistan werden kulturhistorische Moscheen bis zum letzten Stein durch die chinesische Regierung vernichtet. Deshalb mutet es umso seltsamer an, dass die neue in Algerien errichtete Moschee auch von China subventioniert wurde. Nach den beiden größten islamischen Pilgerstätten Mekka und Medina ist die neu errichtete marokkanische Moschee nun die drittgrößte der Welt. In Kasachstan wurden die im Juni anstehenden Wahlen in Almaty und Nur-Sultan protestiert. Die Demonstranten gehen davon aus, dass der Wahlvorgang keineswegs vertrauenswürdig ist und rufen deshalb zum Wahlboykott auf. Die Protestierenden wehren sich gegen die bevormundende Stimme der Politik im Land. Der ehemalige CIA-Mitarbeiter Jerry Chung-Ching Lee hat gestanden, dem chinesischen Geheimdienst sensible Informationen aus den eigenen Kreisen übermittelt zu haben, was zum Tod einiger CIA-Spione in China geführt haben soll. Lee erwartet deshalb womöglich eine lebenslange Haftstrafe. Für jede weitergegebene Information soll er bis zu $100.000 Belohnung bekommen haben. Im Januar wurde Lee bei seiner Rückreise von Hongkong nach New York am JFK-Flughafen festgesetzt. Im Venezuela-Konflikt hat der bisher amtierende Staatschef Nicolas Maduro die Armee nach einer gescheiterten Revolte dazu aufgerufen, alle Putschisten zu bekämpfen. So stünden die bolivarischen Streitkräfte vor einer historischen Aufgabe. An die Soldaten des Vaterlands gerichtet, meint Maduro, dass die Stunde des Kampfes gekommen sei. Der Präsident sprach vor tausenden Soldaten in der Festung Tiuna in Caracas.